Kameraden, schaut euch das an. Wie lange sollen wir uns das eigentlich noch in Deutschland beten lassen? Ja, das ist unser Land. Unser Land ist deutsch. Und das wird es auch bleiben. Jungs, es wird Zeit, dass wir es so unternehmen. Kameraden, wir müssen aufstehen und kämpfen. Angriff ist die Parole. Wir dürfen nicht zulassen, nicht zusehen, wie dieses Pack dieses Land von innen zerfrisst und vergiftet, sich wie ein Parasit durch die Erde gräbt, sich über uns stellt, Gewalt verbreitet, auf der Erde, auf der unsere Väter und unsere Großväter für unser deutsches Volk gekämpft haben und gefallen sind. Es ist Zeit, diesem Trauerspiel ein Ende zu setzen. Jetzt und hier. Kameraden, lasst uns auf und diese Schweine fertig machen. Ja, dann lasst uns nicht weiter rumquatschen, sondern endlich handeln. Ja. Packt euch das Fuck. Kerabit. Ja. 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 Sie holen uns. Was passiert? Wir konnten nichts mehr machen. Was ist hier los, hey? Was ist denn hier? Mein Tochter war drin. Mein Vater ist da drin. Ist was passiert? Wo ist mein Tochter? Ich hab mich hier gehört, oder? Gibt es schon Erkenntnisse? Nein. Was gibt es schon Erkenntnisse zum Tannen? Sie sehen noch gar keine. Gerade Stichprobenermittlung ist da. Wir wissen nur, es sind zwei Tote. Und es sieht danach aus, unter Umständen, dass es ein Ehrenmord ist. Aber wir wollen nicht festlegen. Tatmotiv Ehrenmord. Wieder einmal. Genau. Kommen Sie morgen zu unserer Pressekonferenz, da wissen wir da ein bisschen mehr. Sonst kann ich gar nichts dazu sagen. Und Sie sehen ja auch, was hier los ist. Ich muss erstmal hier die Menschen beruhigen. Ja, ja, vielen Dank. Wie wir gerade gehört haben, handelt es sich hierbei wohl wieder um einen Ehrenmord. Wann wird das bloß aufhören? Nein, ich muss jetzt rein. Wir vom RDF berichten weiter. Meine Tochter war drin. Nein, geht nicht. Nein, lass mich das nicht. Nein, lass mich das nicht. Nein.